Im Prinzip ist so eine Malerei, wie ich sie jetzt gerade produziere, hat es sehr viel mit einer Reise zu tun, mit einer Reise ins Ungewisse. Ich beginne also mit einer großen weißen leeren Leinwand und setze mal erste Impulse in Form von Linien, in Form von Flächen und verwerfe es dann immer wieder. Kratz ab, schab ab und da ist die Ölfarbe, kommt mir sehr entgegen, weil die eben mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen feucht bleibt. Ich kann also mit der Spachtel diese Ölfarbe abnehmen und entsorgen und dann tatsächlich über diese noch feuchte, abgenommene Stelle, aber mit der anderen Farbe drüber spachteln oder drüber malen. Malakt, der auf den ersten Blick vielleicht so aussehen mag, als wäre er völlig beliebig, ist eigentlich ein ganz lange eintrainierter und hochkomplexer Vorgang, bei dem die Farbe zum einen natürlich ungelenkt und so ziemlich affektiert aus dem Bauch raus affektiv hier auf der Leinwand landet, zum anderen bildet sich aber nach einer gewissen Zeit eine Situation, die dann von mir tatsächlich gelenkt wird. Was wichtig wäre für die Malerei bei mir, wäre auch der Dialog. Einmal der Dialog zwischen der Farbe, dem Pinsel und mir und zum anderen der Dialog zwischen der Musik und mir. Also die Musik spielt eine große Rolle in meinem Werk. Als großer Bach-Liebhaber und klassischer Musikfan und Fan und Freund von Jazzmusik und Rockmusik, natürlich Blues, findet schon immer oder schon lange dieser Dialog statt. Die Musik, die dringt praktisch wie durch mich, durch die Ohren, durch mich hindurch im Kopf, geht von den Ohren und dem Kopf direkt in die Hand und von der Hand direkt auf die Leinwand. Optimal ist, wenn man durch langes Malen einen fast meditativen, yogamäßigen Zustand erreicht, bei dem das Gehirn sich von seinem alltäglichen Rationalismus verabschiedet und eigentlich sich selbst überlässt. So wie ein Baum scheinbar aus sich selbst heraus wächst, so versuche ich natürlich durch Abschalten meiner Kontrollzentren zu einem intuitiven Vorgang zu kommen, fast wie ein Tier, das trotzdem genau weiß, was es macht. Das Bild hier ist in einer einzigen Sitzung am Stück oder Stehaktion am Stück entstanden und zeigt aber nur einen momentanen Zustand des Bildes. Der wird morgen geprüft werden, erstmal in einem längeren Zeitraum, vielleicht mit anderer Musik. Und erstmal besichtigt und reflektiert. Das Bild wird vielleicht auch umgedreht, dann ganz auf den Kopf gestellt oder ins Hochformat gebracht oder im Spiegel betrachtet. Und dann sehe ich schon, wo sind kompositorische Probleme noch oder wo müsste ich das Bild unbedingt beruhigen, weil das doch noch sehr wild ist. Und so entsteht dann nach einer gewissen Beruhigungsphase, bei der ich in das Bild nochmal eingreife, so entsteht dann über Tage
manchmal Wochen, manchmal Monate oder sogar auch Jahre ein Bildgefüge, das wirklich langsam wächst. Ich danke Ihnen.